Seit Wochen, ja seit Monaten hat der Markt darauf gewartet. Nun endlich ist es geschehen. Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen gesenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finanz- und Wirtschaft-Börsencocktails. Bevor wir über den Kurs des Fed und dessen Auswirkungen auf die Finanzmärkte sprechen, zuerst noch ein Aktientipp meinerseits. BNP Paribas hat, wie der gesamte französische Aktienmarkt, nach der Auflösung des Parlaments durch Präsident Emmanuel Macron gelitten. Die BES ist aber kaum fundamental erklärbar. BNP steht auf soliden Beinen und hat sich eine starke Position im Investment- und Corporate Banking aufgebaut. Die angekündigten Verhandlungen über die Übernahme von AXA Investment Managers fügen dem Portfolio von BNP bei Gelingen nicht nur Kernkompetenzen, sondern insbesondere auch eine breite Produktpalette hinzu. Klar, die französische Politik bleibt sehr unsicher, aber die Erträge von BNP sind nur wenig vom heimischen Markt abhängig. Und damit wende ich mich unserem heutigen Gast und Experten Anastasios Frangoulidis, Chefstratege und Leiter Schweizer Multi-Asset bei Pictet Asset Management bei. Herzlich willkommen, schön sind Sie da. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Frangoulidis, das Fed hat die Zinsen gesenkt, und zwar zünftig. Waren Sie überrascht? Nein, sehr überraschend nicht. Es gab in den letzten Tagen und Wochen die Diskussion, ob es 25 oder 50 Basispunkte werden sollten. Schlussendlich sind das die 50 Basispunkte gekommen, aber es ist wichtig, dass der Leitzinssenkungsprozess jetzt angefangen hat. Das hat ihm übrigens Herr Powell ein paar Wochen im Voraus signalisiert, dass das passieren würde. Jetzt haben wir mit einem 50er Zinsschritt begonnen. Sie haben gesagt, der Zyklus hat begonnen. Wie weit glauben Sie, wird das Fed gehen? Erwarten Sie weitere Zinsschritte bis Ende Jahr? Ja, es wird weitere Zinsschritte geben bis Ende Jahr. Also wir haben die Sitzung dann im November und im Dezember. Wahrscheinlich wird es auch weitere Leitzinssenkungen geben. Wahrscheinlich 25 Basispunkte dann, nicht mehr 50. Aber auch zu Beginn des nächsten Jahres. So insgesamt gehe ich davon aus, dass wir 4 weitere Leitzinssenkungen bis Ende des ersten Quartals nächsten Jahres haben werden. Das würde uns dann auf ein Zielband von ungefähr? Das wäre etwa 100 Basispunkte tiefer als heute. Also wir wären immer noch über 4%. In diesem Sinne wäre die Geldpolitik immer noch im recht restriktiven Bereich, einfach weniger restriktiv als das, was es jetzt ist. Insbesondere nachdem die Inflation gefallen ist im Verlauf dieses Jahres. Also 100 Basispunkte, 1 Prozentpunkt. Ja. Ich weiß, wir alle, unsere Zuhörer zu Hause auch, haben diese Begriffe in den letzten Monaten immer und immer und immer wieder gehört. Die Frage bleibt aber trotzdem, Soft oder Hard Landing? Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es zu einem Soft Landing kommt. Auch natürlich die Reaktion vom Fed hilft auch, dass es zu einem Soft Landing kommen wird. Es gibt allerdings Risiken, die sind vor allem in gewissen Bereichen der Volkswirtschaft zu finden, die sehr schwach sind, also zum Beispiel der Immobilienmarkt, aber insbesondere beim Arbeitsmarkt, der sich klar abschwächt in den USA. Also es gibt deutlich weniger offene Arbeitsplätze als in den letzten 2 Jahren. Jetzt ist es immer noch so, dass es mehr Arbeitsplätze gibt als Arbeitssuchende. Also in diesem Sinne ist die Lage nur unter Kontrolle. Aber sollte sich die Anzahl neuer Arbeitsplätze noch weiter verringern, dann würden die Risiken steigen, denn dann natürlich würden die Leute beginnen, auch mehr zu sparen. Und wenn die mehr sparen würden, würden sie weniger konsumieren. Und das ist natürlich etwas, was zu einem deutlich schwächeren Konjunktur führen könnte. Dann verorten Sie also die Höhe der Zinssenkung vor allem im Immobilienmarkt? Es wird sicher helfen, den Immobilienmarkt zu stabilisieren in den USA. Der Immobilienmarkt ist in diesem Sinne einer von den Gewinnern. Die Banken würden auch davon auch profitieren. Und ich denke, dass die Leitzinssenkungen würden auch die sogenannten Small Caps unterstützen, wenn sie weiter so gehen und die Konjunktur immer noch hält. Als die Frage über die Höhe der Zinssenkung letzte Woche erstmals wieder aufgetaucht ist und plötzlich erste Ökonomen von 50, von einem halben Prozentpunkt sprachen, hat ein anderer Teil des Marktes gesagt, das würde darauf schließen lassen, dass das Fed eine Rezession befürchtet. Teilen Sie diese Meinung?
Es gibt die Wahrscheinlichkeit der Rezession tatsächlich. Die Befürchtung natürlich, dass es dazu kommen würde, müsste es nicht sein. Allerdings, es ist wie eine Versicherung, eine größere Versicherung, dass es nicht so weit, kommt. Im Übrigen sah auch eben halt die Märkte gingen davon aus, dass es doch zu einem 50er Zinsschritt kommen kann, weil die Erwartungen am Tag zuvor waren eben 40 Basispunkte oder 0,4, also näher beim 0,5 als bei 0,25. Aber tatsächlich, also indem natürlich die Fed schneller vorangeht, kann sie natürlich Teile der Volkswirtschaft, die zur Schwäche neigen werden, schneller begegnen. Aber wenn ich es richtig raushöre, Sie selber glauben nicht an eine Rezession? Ich denke, das wahrscheinlichste Szenario ist tatsächlich das Szenario vom Soft Landing. Aber eben das Risiko besteht, wenn der Arbeitsmarkt sich weiter verschlechtern sollte. Im Moment sind wir noch nicht so weit, definitiv noch nicht so weit. Über die letzten Monate hinweg sahen wir in den USA höhere Zinsen in den kurzen als in den langen Laufzeiten bei den Treasuries. Dabei spricht man von einer inversen Zinskurve. Diese gilt normalerweise als Vorbote einer Rezession. Wieso soll dies eine Rezession andeuten, vielleicht mal grundsätzlich, und weshalb ist es dieses Mal anders? Dieses Mal ist es anders, weil wir natürlich nach einer Periode kommen von Covid, wo wir eine extrem expansive Wirtschaftspolitik hatten, sowohl auf der geldpolitischen, aber vor allem auf der fiskalpolitischen Seite. Und dann, wenn man das hat, da hat man Unterstützung über eine längere Periode. Also wenn Sie bereits das Jahr 2023 sehen, damals hatten wir schon bereits damals gesehen, dass das Housing, also der Immobilienmarkt, schwächer wurde. Wir haben auch bereits gesehen, dass der globale Handel und die Industrie schwächer wurde, dass es nicht zu einer rezessiven Lage gekommen ist, wie man es vielleicht früher gesehen hätte, hat vor allem damit zu tun, dass die amerikanischen Haushalte während der Covid-Periode und danach sehr hohe Ersparnisse aufgebaut haben. Überschussersparnisse, also mehr als es normalerweise ist. Und die wurden danach ausgegeben. Und das war ein wichtiger Grund, um einen stärkeren Abschwung der Volkswirtschaft zu verhindern. Alles andere sogar, wenn Sie die zweite Hälfte des letzten Jahres sehen, da haben Sie gesehen, dass das Wachstum in den USA sehr stark war, aufgrund des Konsums, nicht aufgrund der Industrie oder des Immobilienmarktes, aufgrund des Konsums. Und das hat enorm geholfen. Und jetzt, der Markt natürlich korrigiert das ein bisschen, die Inversion der Zinskurve normalisiert sich wieder. Also es ist nicht mehr invers im Bereich von 10 zu 2 Jahren. Und ich denke eben halt, die Fed geht schnell jetzt vorwärts, damit die Kurve noch steiler wird, damit man eben auch die Rezessionsrisiken reduzieren kann. Bleiben wir noch bei den Anleihen, aber sprechen wir vielleicht etwas konkreter über die Finanzmärkte. Denken Sie, dass die Obligationen von dieser Zinssenkung profitieren werden? Die Obligationenmärkte haben schon jetzt in letzter Zeit profitiert in der Erwartung, dass die Zinssenkung kommt. Natürlich, wenn der Prozess weitergeht, dann ist das natürlich unterstützend für die Obligationenpreise, vor allem natürlich in den USA, aber auch in anderen Ländern. Gibt es Leitzinssenkungsprozesse, das ist gut. Der Unterschied zu früher besteht darin, dass wir jetzt auch einen noch höheren Coupon haben als zuvor. Also so für die gesamte Performance, das, was wir als Total Return bezeichnen, also die gesamte Performance des Obligationenportfolios, haben wir nicht nur die Unterstützung von den tieferen Zinsen, sondern auch von der Tatsache, dass es eben einen höheren Zins zu Beginn gibt. In dem Bereich, denke ich mal, ist es unterstützend. Da, wo ich gewisse Zweifel habe, ist, inwieweit die Erwartung des Marktes in Bezug auf die zukünftige Leitzinssenkungen so weit erfüllt wird. Weil da wird sehr viel erwartet über die nächsten zwei Jahre. Dann ist das jetzt eine gute Zeit für Investitionen in Anleihen, oder sollte man noch etwas vorsichtig sein? Ich denke, vorerst ist es gut, aber da sollte man tatsächlich sehen, dass die Konjunktur beginnt, sich wieder dann zu erholen. Dann sind andere Anlageklassen, die noch interessant sind. Aber im Moment gibt es noch Zweifel in Bezug auf die Konjunktur, richtigerweise. Also von dem her, die Anleihen sollten gut halten. Und welche Laufzeiten sind da besonders interessant? Bis jetzt waren natürlich die kurzfristigen Anleihen interessant, aufgrund der höheren Zinsen, die wir dort haben. Eben noch halt, wenn der Prozess der Leitzinssenkung beginnt, profitieren zunehmend auch andere Bereiche
der Zinskurve, etwas längere. Eben wieder, wie gesagt, also wenn die Leitzinssenkungen kommen, wirkt das unterstützend. Wenn wir allerdings merken würden, okay, jetzt läuft es mit der Konjunktur wieder besser, auch nicht nur in den USA, sondern auch außerhalb der USA, weil auch außerhalb der USA ist die Konjunktur sehr schwach im Moment, dann wäre die Unterstützung natürlich weniger stark und die Notenbanken würden weniger liefern, als das, was jetzt vielleicht erwartet wird. Und wie schätzen Sie die Auswirkungen des neuen Zinssenkungszykluses auf die US-Aktienmärkte ein? Wir haben ja dort auch gesehen, ein S&P 500 hat seit Jahresanfang 18% zugelegt, auch in Erwartung dieser Zinssenkungen. Ist da auch schon alles vorweggenommen oder sollte das sich auch sehr positiv auswirken in kommender Zeit? Ich denke, dass der S&P und andere Aktienindizes auch stark performt haben, hat nicht nur mit den Zinserwartungen bzw. mit der Valuation oder der Bewertungen zu tun, sondern auch mit den Gewinnen, weil die Gewinne entwickeln sich auch sehr, sehr gut bis jetzt, also bei den amerikanischen Unternehmen. Aber definitiv, eben wenn die Leitzinsen tiefer sind oder die ganze Zinsstruktur tiefer ist, das hilft. Allerdings müssen wir sehen, dass die Bewertungen relativ hoch sind in den USA. Jetzt, wenn die Gewinne halten werden, eben wenn wir nur ein Soft Landing haben, nicht etwas mehr, dann denke ich mal, sind die Perspektiven, vor allem die mittelfristigen Perspektiven, gut. Eben kurzfristig sind wir immer noch gefangen in dieser Diskussion, also ob es die rezessiven Risiken größer werden oder nicht. Sie haben hohe Bewertungen angesprochen. Das bringt mich unweigerlich zum Tech-Sektor. Ja. Muss man dort eine weitere Marktkorrektur befürchten oder ist das jetzt etwa dort, wo es stehen sollte mit den letzten? Es ist tatsächlich so, dass der Tech-Sektor der am höchsten bewertete ist, aber aus gutem Grund, weil dort ist die Gewinnentwicklung am stärksten gewesen. Und jetzt sogar bis jetzt, die Gewinne, die wir auch im zweiten Quartal des Jahres erhalten haben, waren gar nicht so schlecht. Wir haben zwar eine Bewertungskorrektur gesehen, jetzt in der Sommerzeit, aber solange die Gewinne halten, denke ich mal, dass der Technologiesektor weiterhin gut performen kann. Vielleicht nicht mehr so stark, wie es sofort der Fall ist, also dass es besser wäre als der gesamte Markt, aber es immer noch würde positiv sich entwickeln mit dem gesamten Markt. Der tiefere Zins dürfte ja auch mehr Liquidität in den Markt führen. Welche Sektoren können davon am meisten profitieren? Ich denke eben halt, die Frage der Liquidität wird auch noch mehr und mehr kommen jetzt in den nächsten Meetings, weil eben es gibt noch das QT und dann ist eine Frage der Zeit, bis das reduziert bzw. nicht mehr dann gibt. Ich glaube eben, wie auch bei den Leitzinssenkungen von mehr Liquidität profitieren natürlich die Titel, die eben halt nicht so hochqualitativ waren, aber auch eben Small Caps und auch die Immobilien. Dann auch natürlich auch in Erwartung, auch, dass aufgrund der mehr Liquidität und der tieferen Zinsen die konjunkturelle Lage sich stabilisieren bzw. besser wird. Und ich denke, das gilt auch für diese Sektoren, aber einen positiven Einfluss gäbe natürlich auf den gesamten Markt. Das ist definitiv so, inklusive natürlich der Technologiewerte. Schließen wir die Diskussion über die USA und schauen vor unsere eigene Haustür. Was erwarten Sie nun von der Schweizerischen Nationalbank? Wir haben die Sitzung am 26. September. Dort ist die Erwartung, dass es zu einer Senkung von 25 Basispunkten kommt. Und dann, ich denke, im Dezember noch einmal. Und dann sollte der Prozess vorerst abgeschlossen werden, denn dann sind wir leicht unter dem, was man als neutral in der Schweiz versteht, etwa 1%. Dann hat die SNB geliefert. Natürlich, das setzt voraus, dass die globale konjunkturelle Lage sich nicht weiter verschlechtert und der Franken nicht stärker wird. Aber die Chancen sind im Moment gut. Und nächstes Jahr? Nächstes Jahr sehe ich nicht den Bedarf jetzt für die Schweiz oder für die Schweizer Nationalbank viel mehr zu tun. Eben vor allem, wenn sich die Perspektiven, die konjunkturellen Perspektiven global besser werden und eben der Abschwung in den USA nur vorübergehend sein sollte. Im hiesigen Aktienmarkt gibt es einige defensive Titel. Welche Sektoren sind vom Wirtschaftszyklus eher unabhängig und bieten sich im aktuellen Umfeld an? Ich denke, also das, was man heute machen kann in einem Portfolio, ist sowohl ein bisschen defensive Titel zu haben, für die Risiken natürlich des Abschwungs, weil der Abschwung kommt in Amerika und das reagiert auch die Fed, aber auch gewisse, sag ich mal, etwas zyklischere Titel zu haben, die natürlich im Falle eines weiteren Abschwungs profitieren können. Dazu gehören zum Beispiel die Finanzwerte.
Jetzt unser Markt, tatsächlich ist ein defensiver Markt, wie Sie gesagt haben. Also von der Kapitalisierung sind die zwei Sektoren, also die Gesundheitswerte mit den zwei großen Titeln und die nicht zyklische Konsumgüter mit Nestlé sehr stark präsent und in diesem Sinne beeinflussen stark die Performanceentwicklung unseres Marktes. Aber in der Schweiz gibt es auch viele andere Titel in anderen Bereichen, im Bereich der Chemie, im Bereich der Industrie, die heute deutlich günstiger bewertet sind als in der Vergangenheit. Und ich würde sagen, das gilt für den gesamten Schweizer Markt. Der gesamte Schweizer Markt, wenn Sie die KGVs heute in der Schweiz sehen, entsprechen dem globalen Durchschnitt. Normalerweise hat die Schweiz so ein Premium gegenüber dem, den anderen Märkten, weil eben es ein hochqualitativer Markt mit Unternehmen, die gute Produkte haben und sehr gute Bilanzen haben. Ich denke, über die Zeit eben halt die Bewertungen könnten wieder steigen. In diesen Sektoren, die Sie genannt haben, Sie haben ja auch von hochqualitativen Unternehmen gesprochen und Marktführern, sollte man eher auf die Marktführer setzen oder kommen auch Nebenwerte in Frage? Nebenwerte kommen auch in Frage aufgrund der Korrektur, die wir stark hatten. Natürlich, die Unternehmen, die führend sind, da hat man mehr Stabilität in Bezug auf die Gewinnerwartung. Das sind qualitative Unternehmen, das ist sehr gut. Und die gehören zum Portfolio. Aber eben halt die Nebenwerte, wenn sie stark korrigieren, ja, das sind interessant. Eben wie gesagt, im Moment sind wir noch in einer Zeit, wo es der globalen Konjunktur nicht gut geht und die Abschwungszeichen in Amerika dabei sind. Wir müssen durch diese Zeit, nachher wird das Umfeld, denke ich, viel besser. Grundsätzlich empfiehlt sich ja die Allokation in Schweizer Titel eben genau in solchen unsicheren Zeiten. Sie haben es vorhin gesagt, es ist ein defensiver Aktienmarkt. Wie hoch sollte die Allokation optimalerweise sein? Die absolute Allokation kommt auf den Kunden darauf an, seine Risikobereitschaft. Aber viele Kunden in der Schweiz haben tatsächlich einen Home Bias innerhalb des Aktiensektors in der Schweiz. Aus gutem Grund auch, weil eben wegen der Qualität der Schweizer Unternehmen und auch der globalen Orientierung der Schweizer Unternehmen. Jetzt aus relativer Sicht würde ich sagen, gerade in diesen Zeiten, ja, es macht Sinn, mehr Schweizer Titel im Portfolio zu haben, als sonst im langfristigen Durchschnitt. Und trotzdem, im Schweizer Aktienmarkt besteht durchaus das Risiko des Klumpenrisikos, oder? Mit diesen großen Titeln, die den Aktienmarkt halt treiben. Wie kann man sich dagegen bestmöglichst absichern? Ja, wir haben es gesehen, jetzt zum Beispiel bei Nestlé, die auch im Vergleich zu ihrem Sektor, globalen Sektor, in diesem Jahr stark am Underperformen ist. Eben, also ich sage es mal, wenn man in der Schweiz investiert, dann sollte man nicht nur, sage ich mal, auf der Ebene von der SMI-Titel investieren, sondern etwas breiter gehen, weil eben sehr viele auch gute Unternehmen gibt, die eben mittler oder klein kapitalisiert sind. Und da würde es Sinn machen, ich sage mal, die Gewichtung der drei großen Titel etwas zu reduzieren zum Gunsten von qualitativ hochstehend kleineren Titeln. Vielleicht noch ein letztes Thema, das uns als Schweizer Anleger natürlich immer sehr stark interessiert. Erwarten Sie, dass der Schweizer Franken weiterhin so stark bleibt? Der Schweizer Franken hat sich etwas aufgewertet in letzter Zeit. Real vielleicht etwas weniger, aber der Schweizer Franken ist die Währung eines Landes mit deutlich tieferer Inflation als unsere Handelspartner. Und aus dem Grund, aus nomineller Sicht, tendiert er zur Stärke. Auch wenn er real nicht stärker wird, rein nominell aufgrund der Inflationsdifferenzial wird der Franken stärker. Und das wird weiterhin bleiben. Jetzt, ob er sich auch real sich aufwerten wird, und dann hätten wir natürlich insgesamt eine stärkere Aufwertung, hängt wesentlich davon ab, wie es der übrigen Welt geht. Wenn es der übrigen Welt nicht gut geht, dann natürlich der Franken ist attraktiver als sicherer Hafen. Und dann haben wir mehr eine reale Aufwertung, wie wir damals im 2011 gesehen haben und in 2012 während der Euro-Krise. Im Moment gehe ich nicht davon aus, dass wir das haben. Wir haben zwar eine schwache globale Konjunktur, auch schwaches China, schwache Handel, aber noch nicht so schwach oder so schlecht, dass wir noch eine stärkere Aufwertung sehen würden. Da erwarten Sie auch keine Interventionen der SNB diesbezüglich? Die SNB steht zur Verfügung. Ich glaube, diese Politik wird auch bleiben, unabhängig davon, wer der Leiter der SNB ist. Aber ich denke, wenn wir nicht eine rezessive Lage hätten in Amerika, dann wäre das nicht sehr groß notwendig. Ich
glaube, das ist ein schönes Schlusswort für diese Ausgabe des Finanz- und Wirtschaftsbörsencocktails. Ich danke Ihnen, Herr Frangoulidis, ganz herzlich für Ihre Einschätzungen und das spannende Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Anregungen und Rückmeldungen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere von Ihnen auch einen Aktientipp mit uns zu teilen. Also schreibt es in die Kommentare und bis zur nächsten Ausgabe des Finanz- und Wirtschaft Börsencocktails.